Hallo zu allen und willkommen zum weiteren Video zu Rocket League. Wie ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus, weil ich bin gestern in mein Büro gezogen, deswegen kam auch kein Video. Für euch, es sieht nicht so viel anders aus höchstwahrscheinlich. Da ist mein Playbutton, da ist ein Asiate. Für mich findet sich jetzt aber halt eine Menge. Ich habe jetzt nicht nur eine Lampe, sondern ich habe jetzt hier zwei. Eigentlich sollte man zwei anmachen für die beste Beleuchtung, aber ich habe jetzt einen Greenscreen, den ich richtig hochfahren kann. Aber ja, die wichtigste Änderung ist einfach, dass ich jetzt halt ein richtiges Aufnahmezimmer habe. Dass ich jetzt halt mit einem Kabel nicht mehr mit WLAN verbunden bin. Das heißt, die Verbindung ist konstanter. Das heißt, ich kann jetzt auch bessere Spiele streamen. Das heißt, ich kann jetzt Rocket League streamen, ohne dass es komplett grisselig wird. Also ich bin sehr gespannt, was ich mit den Möglichkeiten jetzt anstelle. Ich kann auch meinen Schreibtisch hoch und runter fahren. Das mache ich jetzt aber noch nicht, weil mein Computer ist noch nicht angeschnallt, so gesehen. Es gibt so Gurte, da kannst du ihn am Schreibtisch festmachen. Und ich hätte ungern, dass jetzt irgendein Kabel reißt, nur weil ich halt 3 Meter hochfahren will. Ah ja, und ich habe jetzt auch nicht mehr mein Mikrofon auf Büchern stehen. Meine Kamera auch nicht. Ich habe jetzt den Schwenker. Ich habe den übrigens schon lange. Den Schwenker habe ich seit 3 Jahren, nur ich hatte nie Bock, den ranzumachen, weil es immer doof war vom Platz. Wir werden heute nach Diamond absteigen. Weil ich habe gestern einen Fehler gemacht und habe irgendwie 5 Partien gespielt. Ich habe aber gestern den ganzen Tag halt gearbeitet, halt Umzug, so gesehen. Und meine Konzentration war anscheinend nicht ganz perfekt. Ja, es kann sein, dass mein Mikrofon ein bisschen halt übrigens. Da bin ich am Arbeiten, dass es besser wird. Deswegen ist alles neu, Leute. Lasst uns erstmal ein bisschen entschlacken, dass wir auf uns zukommen. Und jetzt gemeinsam erfolgreich nach Diamond geht. Alter, mein Teammate war weg. Okay. Aber gut, kann ich auch nochmal Diamond Gameplay fühlen. Gucken, wie das so ist. Freibahn. Nice. Und es ist genauso toxisch wie Champion. Guck mal hier. Wieso macht der, oh mein Gott, Strassi, wieso machst du, oh mein Gott? Du wärst genauso gut weggejeetet worden. Warum sind die Spieler so toxisch alle? Hab ich aus Versehen gefaked. Hätte ich ihn getroffen, wäre es sehr anders gewesen. Wieso seid ihr so toxisch? Was seid ihr für Gurken, Mann? Ach, das ist die neue Torexplosion. Aus dem Pass. Nur halt in Gelb. Weil die ist halt kaum sichtbar in vielen Farben. In Weiß zum Beispiel, oder Schwarz. In Schwarz sieht man die fast nicht. Mein Team hat übrigens auch Wow gemacht. Wo man so, ah, jetzt ist auf uns los, okay. Damit, wo ist jetzt das Wow? Bei der schlechtesten 1-1 Abwehr, die ich bestimmt seit einem Jahr gesehen habe. Guck ich das mal an. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein bisschen neugierig, wie Diamond Gameplay aussieht. Also ich will natürlich nicht absteigen, aber ich bin auch ein bisschen neugierig. Oh, werden wir vielleicht sogar fahren. Er macht wieder Wow. Kein Follow-up. Freies Tor. Hat er verkackt. Kein Problem. Ich sage jetzt immer kein Problem, wenn er einen Fehler macht. Ist sucky ein Teammate, ne? Wenn der eigene Teammate einen beleidigt im Chat oder Stress macht, ist nervig, ne? Trottel. Er will es aufgeben. Du kleine Gurke. Du kleiner Gurkenmann. Spiel doch einfach. Es ist kein Problem, dass du 3-mal das leere Tor nicht triffst. Aber sei doch nicht toxisch, Alter. Das ist halt das Nervige. Ich würde mich schämen, 3-mal das leere Tor nicht zu treffen. Er trifft das leere Tor nicht. Was denkt er? Also, ich habe mein Teammate. Ja, habe ich das leere Tor verfehlt? Nee. Rotation gecuttet, ohne was zu machen. Teammate deiner. Bam. Ein Tor noch. Was ist in Frankreich im Wasser? Moment, was? Warum war er bei mir? Teammate deiner, leer. Du hast jetzt 4-mal, es ist kein Joke, er hat 4-mal das leere Tor nicht getroffen. Hätte mich nicht so sehr gestört, wäre er nicht toxisch gewesen, Mann. Muss man, ja, Mann, wir sind Diamond! Wir sind Diamond! Dass ich gestern Abend nur gespielt habe, total übermüdet. Weil das war der Fehler. Die Partie jetzt kann passieren so. Aber gestern die übermüdeten Partien, da habe ich mehr verloren als hier. Letztes Mal, als ich Diamond 3 war übrigens, habe ich danach eine Serie gestartet und war danach Champion 3. Das stimmt, das war ungefähr vor 1 Jahr, das war im März. Teammate, ne? Okay, wir müssen uns merken. Diamond-Spieler haben Probleme, das leere Tor zu treffen. Also wenn du Diamond bist, mein Tipp an dich, lern das leere Tor zu treffen. Das scheint ein Riesenproblem zu sein. Teammate. Schade. Oh, ich dachte, er will direkt drauf schießen. Weil du kannst ihn von da direkt drauf schießen, er hat aber gepasst, was eigentlich besser ist. Gegner beide Luft, Teammate, schnell. Nein, schnell. Wenn die, okay. Mal ein genereller Tipp für euch, wenn Gegner Double committen, da müsst ihr schnell spielen.
hin zum Ball. Weil die Gegner werden nicht in Position sein, richtig zu verteidigen. Da müsst ihr schnell agieren. Ihr müsst die Positionsschwäche der Gegner ausnutzen, um Angriff zu starten. Deswegen, wenn Gegner schlecht stehen, müsst ihr wie so ein Bluthund in den Ball reinjieten und Stress machen. Ich mach mal ein leeres Tor. Oh, er macht den! Hat er gut gesaved. Also, mein Teammate. Weil ich hätte ihn direkt machen müssen, hab ich komplett gechoked. Aber hat er gut mitgenommen. War jetzt vielleicht sogar stärker als ein direkter Schuss. Teammate drauf, gehen aber beide auf ein Fleck. Oh, nice. Teammate hat ihn. Als letzter Mann willst du übrigens nie hardcore engagen. Als letzter Mann willst du nach außen verteidigen. Leute, die Fußball spielen, die werden wissen, was das heißt. Wieso versuchst du einen Flip-Reset, Dude? Du kannst den Ball nicht mal gerade hitten und du versuchst einen Flip-Reset. Nee, doch, ich kann den Ball gerade hitten. Muss man einfach sagen. Kann er, aber trotzdem ein bisschen weird. Cool. Cool. Calculated. Er macht okay. Kein Problem! Was für okay! Nein, er hat wieder ein Flugreset versucht. Hey, Schott, Digga, halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Wie? Soll ich mich teleportieren oder was? Hier mit deiner. Wenn du ihn triffst. Egal. Hat ihn getroffen. Okay, ich muss sagen, Diamond 3 ist der lustigste Rang, den ich jetzt lange Zeit war. Weil hier passieren auf jeden Fall lustige Dinge. Es ist komplett scheiße. Wieso ist Diamond 3 noch schlimmer als Champ? Ich habe jetzt jedes Spiel verloren. In der letzten Aufnahme habe ich auch jedes Spiel verloren. Ja, das ist rekordverdächtig. Ja gut, gehen wir auf die Nummer 8, letzte Game. Aber ja, wir haben ein bisschen Diamond 3 Erfahrung. Ist okay. Ach, also übrigens, manche Leute werden sagen, warte, das ist der Rang, wo du eigentlich eh hingehörst. Aktuell ja, wenn ich aktuell in Diamond 3 bin. Man muss das ja immer betrachten, wie ist der Peak. Mein Peak war Champion 3. Ich weiß, ich werde da wieder hinkommen. Bam. Oh, jetzt auch committed. Oh, die kriegt ja fast nicht mehr so. Die kriegt ja nicht mehr so. Oh Gott. Hilfe. Teammate? Nein, 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 warum fährst du da? Nein, Teammate, du musst irgendwann auch mal committen. Okay, ist interessant, Diamond 3 anzugucken. Ist ja auch ganz gut, ich kann jetzt Diamond 3 schnell mehr Tipps geben, ich kann selber... Zack, Teammate. Er ist da, let's go! Aber es ist was ganz, ganz Wichtiges. Jeder kriegt den Rang, den er verdient. Wenn ich jetzt hier in Diamond 3 bin, dann verdiene ich es, hier Diamond 3 zu sein. Auf der anderen Seite natürlich, wenn ich Champion 2, Champion 3 bin, dann verdiene ich das auch, Champion 2, Champion 3 zu sein, weil da habe ich mir das erarbeitet. Und das ist halt mein Rang. Das zählt halt nur nicht, wenn du halt nur mit Freunden... Kuraga? Das zählt halt nur nicht, wenn du halt immer mit Freunden spielst und die dich halt hochtragen. Dann ist das eine andere Geschichte. Oh, Kuraga? Was ist denn hier los, Mann? Kuraga. Kuraga, hallo? Hallo? 3. Was machst du hier? So, Teammate hat den. Ich geh auf Zerstörung. Nice. Und der übrigens nicht da war und dann zum großen Boost rotiert, macht okay. Weil der Teammate den Bump nicht ausgewichen ist und den Ball gehalten hat. Ich hieß nur noch. Keine Kontrolle mehr. Nur noch hieten. Da muss ich auch ein bisschen anpassen im Rang. Kuraga macht's auch. Kuraga juckt das sogar nicht, wenn ich beim Ball bin. Der jietet sich sogar in mich rein. Ja, wieder. Kuraga, weißt du schon? Das. Er steht einfach neben mir. Wie so ein Bodyguard. Kuraga, warum sprintest du? Kuraga, das ist meiner. Warum gehst du da zum Ball? Belastend. Sehr belastend. Aber gut, das ist Diamond 3. Ist jetzt die Frage: Soll ich privat spielen? Und mich privat aus Diamond 3 rausspielen? Oder sollen wir das zusammen machen? Im Video, bei mir ist es egal. Man selber ist nicht so richtig gut drauf, man ist selber ein bisschen überfordert. Und dazu hast du halt noch Teammates, die beleidigen, leere Tore nicht treffen, viel Double committen. Anstrengend, ja. Ich kann euch verraten, aber wenn ihr Diamond 3 seid, ist es besser. Champion 1 ist schon besser, Champion 2 ist besser und ab Champion 3 ist es meiner Meinung nach wirklich gut. Spielbar alles. Dann würde ich sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, lasst doch ein Abo da. Bis dahin.
und ciao.